notierten Noten und den anderen sein. Die einen sind zu verwaschen und die anderen sind viel zu kurz. Und das andere ist richtig markiert. Und der, schon der ganze Auftrag. Hauptsache ist die Schönheit. Es geht auf die Hälfte verloren, wenn man raue Ansätze will. Rauschen, der Klang, es muss ja nicht so wahnsinnig stark sein, aber voll mit der Zeit noch ist. Und dann kommen Sie oben, bleiben Sie bitte ohne zu wanken, oben auf dem einen Schritt. Und jetzt drücken wir dann das D aus dem E heraus. Der Auftrag soll noch nicht zu separiert sein. Ding. Das sind nicht betonen, nicht vorhalt betonen. Stell dir vor, das ist einfach auf einmal mit einem schwarzen Augen. Lang, geht es sehr lang. Ein Tag voraus. In der zweite. Sofort, wenn Sie den an. Darf ich Sie mal bitten, spielen Sie mal Legato die Punkten. Gleich hier das zweite Mal, zweite Tag. Eins, zwei. Wunderbar. Ich habe gedacht, schon legato. Sehr schön. Das ist das Ausdruck, den wir haben. Eindringlich, aber schön. Bitte, gerne nochmal. In zwei Tage vor mir. Gut, sehr schön. Nächstes Mal. Der Vorhalt wird mit betont. Spiele mal eine lange Idee. Erste. Ausblenden. Spiel. Nein. Mit mir. Ziemlich schön. Spielen Sie das C, so wie wenn Sie noch etwas nachher zu sagen hätten. Und jetzt hat es geklungen wie ein Schlusspunkt. Das ist die Brücke drüber, nicht? Also. Jetzt forte, aber lyrisch. Ich will es richtig ansetzen, mit Zeit ansetzen. Also, das hier. Da nicht. Da keinen Akzent mehr geben. Dann lass es herauswachsen, das Ding. Bitte, dasselbe. Wenn Sie unten anfangen,
denken Sie jetzt schon einmal nicht an das erste, sondern das zweite Cess. Und nehmen Sie das andere als interimistische Überbrückung. Dahin. Das ganze Rezitativ steht auf einem Sekundenschritt. Merkwürdigerweise, der Beginn des dritten Satzes ja. Kommt immer wieder zurück. Bitte sehr. Bleib sitzen. Richtig ineinander streichen, bitte sehr. Machen wir das Ganze nochmal. So ging. Das ist nicht gut. Jetzt schauen Sie, dass Sie die Verbindung nicht bekommen. Aber den Schwerpunkt schon auf das E-Link, weil das geht dann nach der Ausweichung zum Fis geht wieder ins E zurück. Da muss bleiben. Es darf nicht gehen. Da. Das ist nicht interessant. Die erste Phrase schließt ja eigentlich mit einer Sekundenspannung. Dann kommt das zweite Mal. Bitte. Dann das Fis wieder mit dem nach der Pause aufnehmen. Darf ich aber mir bitten, ich möchte gern zwei hohe A's hören. Das ist schon wichtig. Wollen wir mal den zweiten Teil der Phrase von E-Fis. Ja? Dynamik ist ja durch die vielen Achtel dichter geworden, aber nicht vorher. Zuerst, wobei wir immer denken, dass es ein Ausdruckscrescendo ist. Auch das tiefe A würde ich ein bisschen länger nehmen. Es fängt ja die neue Phrase da an. Und dann gehen wir mal von das erste Mal. Nein, das ist wieder dasselbe, ist komisch, aber der Sprung ist immer hart. Ja,
ja, jetzt muss ich aber etwas fragen. Bitte, nach dem Crescendo, wenn Sie das Fiss haben, das ist doch auf einer neuen Phase. Das Piano steht jetzt auf 1. Ja, nein, schon, das schon, aber das Fiss auf den Aufgang, nehmen Sie das in selben Beruf? Dann würde ich es doch gerne ein bisschen also deutlicher gemacht haben. Ja. Es klingt, wie wenn es auf einem Bogen wird. Das Fiss nicht hinaufdrücken, sondern hier etwas weniger nehmen und mit dem Legato verbinden. Ja. Auftakt und die Bratschen haben ihn nicht. Man hört einen relativ schwachen Auftakt und gleich darauf ein viel massiveres Fiss. Also das sollte vermeiden. Jetzt langsam kühlen Sie sich da hinein, sonst hört es zu deutlich in einen Fiss. Die Bratschen und Jenny in der hohen Lage. Letzten zwei Takte vom Unisono. Sie das Fiss gespielt haben, ist das nächste Piano gespielte Fiss, das klingt nicht gut genug. Das hat nicht denselben Klang wie das andere. Plötzlich fällt es ins Nichts rein. So, machen wir das gleich das Ganze noch. Die zwei letzten Klang geschafft. Jetzt beginnt das Crescendo. Das ist falsch. Das ist alles noch im Piano. Und dann wird immer gespielt. Nein. Es ist immer noch ein Crescendo. Immer noch ein Crescendo. Tja. So, jetzt möchte ich mal was ganz Komisches versuchen. Bitte, spiele mal pultweise. Denn wenn der eine hinaufschreit, streicht der andere runter. Ich höre jedes Mal daher. Von allen. Die ersten spielen so, wie sie gespielt haben, die anderen spielen genau verkehrt.
Abwechslung. Machen Sie es auch am Pult wechseln. Gesehen, ist die Achtel wirklich jetzt zu schnell? Das muss immer weiter pulsen. Die gebundene Note ist länger und aber früher anfangen. Schau mal, dass wir die gleiche Bedingung für die Auftaktnote wie für die Hauptnote. Ich höre immer Neunter Takt. Neunter Takt. Gleichmäßiges Pianissimo. Etwas kürzer, ist zu lang. So ist gut. Nein, das ist nicht gut. Das ist immer. Das kommt davon, weil sie ihm im letzten Moment überhaupt erst ansetzen. Es klingt immer nach leichter Kavallerie von zu wenig. Nichts gegen das Stück. Wunderbares Stück. Aber hier passt es nicht her. Sie wissen es ja selbst. Es ist immer da, wo zum Beispiel, wenn das losgeht, der Chor lacht. Natürlicherweise sind es lauter Kinder. Aber Sie haben im Grunde genommen recht, weil es eigentlich immer zum Lachen. Wollen Sie mal ernst spielen. Da freuen sich alle schon drauf mit den Haaren, mit dem Schmunzelscharf und dahin, dass da eine Fehlzündung beim Auto das losgeht. Also. So, schauen wir mal. Voran. So, jetzt bitte einmal die Frage der Bratsche. Was man hört, ist eigentlich eine Solo-Bratsche in der oberen Stimme. Die andere hört man überhaupt nicht. Wie teilen Sie jetzt? Ich habe das Gefühl, jeder spielt die Oberstimme. Die Unterstimmen sind ganz einfach viel zu wenig wichtig. Wer spielt die zweite Stimme?
Nein, 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 jetzt bekennen Sie mal Farbe. Wer hat jetzt zweite Stimme gespielt? Nein, nein, wer zweite Stimme? Verstehen Sie? Sie sind keine Ahnung, wer zweite Stimme gespielt hat. Genau. Schon seit Jahren. Sie haben es nach dem Gefühl gespielt. Schon zugegeben. Bei der Probe wurde es so festgestellt, um die Probe aufzuhalten, wurde dann sechsmal gefragt. Und dann hat jeder geglaubt, der weiß am Abend, dass also jeder oben stehen will. Jetzt wollen wir es mal wissen. Etwas anderes ging, nicht? Das sehen Sie, das haben Sie nie gehört. So, jetzt anderes. Die Tongebung, dass die Diminuendo kommt zu spät. Können Sie mir mal zum Beispiel spielen, mal eine Note, im zweiten Takt die letzte Note, die dann rübergebunden ist. Spielen Sie das mal als Fermate. Spielen wir weiter, spielen wir weiter. Ganz trocken, es lebt überhaupt nicht. Ohne den Ton zu drücken, ihn. So, jetzt fangen Sie mal an. So. Eins, zwei. Komisch. Der Auftakt von G-Moll ist nicht schön. Außerdem, denken Sie daran, Sie haben so langes Crescendo, Sie geben am Anfang viel zu viel Ton. Kann ich jetzt einmal die Bläser da hier mit dazu haben? Der Auftakt zum Adagio, mit dem Schädel. Nein, 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 es muss nun einmal klar sein, das Diminuendo beginnt schon auf dem Dreier. Aber Sie müssen schwächer werden, Sie werden nicht schwächer, sondern stärker. Bitte sehr, dasselbe. Ansatz, Crescendo, Decrescendo. Ja, auch das ist falsch. Aus irgendwelchen Gründen setzen Sie immer da vor dem Drei mit einer Zäsur ab. Es heißt da, die. Das muss gleich weiter. Nimm mal den Takt einmal. Den Takt, wo das Crescendo ist. Und bis zum letzten Moment halten. Nein, nein, wo das Crescendo. Wo das Crescendo ist. Es ist nur ein Takt Crescendo. Es ist nur ein Takt. Sehen Sie, genau gesehen ist das Viertel als Tonsubstanz schlägt aus den anderen heraus. Anstatt dass es gleichmäßig weitergeht. Dasselbe nochmal. So, gleich nochmal das Ganze. Das Ganze. Gerne. Dass wir bis zum Erreichen des Pianissimo noch spielen. Sie machen immer da so eine Riesenpause. Die steht nicht drinnen, das ist Dokumentenfälschung. Nix Punkte, die Punkte sind zum Ansetzen, damit der Ton richtig angesetzt wird. Das hat nichts mit der Länge zu tun, das ist falsch. Wer das in der Akademie lehrt, hat herausgenommen, nicht? Als Volksverführer, nicht? Den Takt. Seit 20 Jahren höre ich das. Wow.
und es kommt dann immer, da werden vier Vierteltakte an der Stelle raus, nicht? Dann standen drei halten. Über die, da, da, da. Das sind drei gleichmäßige. Noch einmal das erste Crescendo. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, der achte Takt. Nein, 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 spielen Sie es durch und plötzlich muss Piano dazu. Die halbe Note. Wie lang dauert die halbe Note, meine Herren? Gell, bis zum Auftakt. Gebeten haben. Da, dasselbe nochmal. Da, die. Crescendo. Thank you.
Alle Menschen wären Brüder, und ein sanfter